Was geht ab, YouTube, und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute wieder den Fishing Planet. So, ich hab's endlich drauf. Und ja, wir sind jetzt dabei, Spinnenfischen zu machen. Ich dachte mir, ich probiere es einfach mal hier aus. Ja, ich habe die Angel schon mal reingeworfen, weil ich vergessen hatte, die Aufnahme zu drücken. Und ja, wir gucken mal, ob wir jetzt hier nicht doch noch was Schönes rauskriegen. Ein Hecht, ein Barsch. Mal schauen, was auf uns so zukommt. Vielleicht finden wir ja noch was Tolles. Es beißt einfach nichts an. Wir versuchen noch mal hier an den Schilfrichtung. Vielleicht finden wir ja was. Ichen. Schon sagen, warum sinkt der nicht? Weil das Wasser scheint hier auch nicht so tief zu sein. Immer zwischendurch einen kurzen Leck. Probieren wir mal die Richtung hier. Ob wir hier ein Hecht rauskriegen oder überhaupt mal einen Biss kriegen. Ich glaube, das ist auch viel zu nah an der Oberfläche. Geschwindigkeit ein bisschen runternehmen. Na gut. Bringt es auch nicht. Schmeißen wir nochmal in der Richtung. Vielleicht kriegen wir da ja was raus. Kann jetzt hier mal was kommen oder was? Hier mal so ein schöner, leckerer Biss, so zack. Ah, wenn man vom Teufel spricht, da geht er los. Boah, jetzt bin ich mal gespannt, was das für ein Fisch ist. Auf jeden Fall nichts Schweres, auf jeden Fall. Und? Was ist es? Ein junger Forellenbarsch. Ja, nice. 4 XP, na gut. Kann man behalten. Ja, schmeißen wir gleich nochmal raus, ne? Und zack. Oh, okay. Da darf man dann wohl nicht so weit auswerfen. So. Und da. Hier nochmal so einen schönen Forellenbärschchen hier. Ah. Ach so, der hängt fest. Oh, ich dachte schon. Versuchen Sie, den Haken zu lösen, indem Sie kurz daran ruckartig ziehen und sich sicherzustellen, dass der Köder nicht verliert, sollten die. Hängt er denn fest? Warte mal, bei den Booten. 7 Meter raus, 40 bis 70 tief. Dreier und der Wurm oder Regen. Nicht wechseln. Den reißen wir ab. Ich will so einen Koboldfisch haben. 7 Meter raus, 40 bis 70 tief. Dreier slash 0 und der Wurm oder. Ja, nice.
Angelrute wieder frei. So, bei den Booten. Meter raus. Da müssen wir das Ding wechseln. Komm hier rein. Wir gehen zu den Booten, Leute. So. Dahin. Aber jetzt weiß ich nicht, was für ein Haken war das? Zweier, ne? Erstmal den Regenbogen. Den Regenwürmer? Scheiße. Da. Laufen. So. Ach so. So, ja, hier werden ja nur die angezeigt, die immer noch. Ah, da haben wir sie doch. So, wir haben eigentlich alles. So, I. Nehmen wir die Zweier Haken. 2-0 Haken. Hat er nochmal gesagt? Dann 7 Meter raus. Stimmt ja gar nicht. Ich habe auch noch gar keine Regenwürmer drin. So. Diese Haken. So. Haben wir schon Biss? Bin ich ja mal gespannt. Der Anschlag war zu früh, scheiße. Dachte eigentlich, reicht. Aber das war wohl nicht der Fall, ne? Komm, ich will so einen Koboldfisch. Komm. Warum beißen die denn nicht an? Oh. Leck mich am Arsch, was ist das denn jetzt? Hat gesehen? Was war das denn? Und geringe Schnurspannung. Hätte ich da die.
Boah. Ich glaube, ich ein bisschen höher nehmen. Würde jetzt interessieren, was das war. Oh ja, der hat gezogen wie Hulle, Alter. Oh ja, krass. Ja, das würde mich jetzt auch mal interessieren, ob das wirklich so ein Koboldfisch war. Ein Männlein steht im Walde ganz still und. Oh. Bin ich ja mal gespannt hier. Suchen wir nochmal was Neues. Komm schon. Da will ich jetzt gerne nochmal drauf. Also da einen hätte ich jetzt gerne nochmal. Das wundert mich jetzt, dass ich den verloren habe, ey. Ich würde gerne wissen, was das jetzt für ein Fisch war. Er hat gezogen, voller Kraft. Geht nochmal die Pose hin und her. Vielleicht beißt ja noch was an. Wäre jetzt sehr toll. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Hab schon. Will auf jeden Fall was anbeißen. Ich sehe es unten. Komm, nimm ihn dir. Bitte lass das wieder den Dicken sein, ey. Komm schon. Beiß doch an. Ja. Will ich haben. Komm schon. Der geht immer weiter weg. Vielleicht noch höher tun. Meine Rolle ist, hat nur noch 11%. Dann geht sie kaputt. Okay. Er geht immer weiter weg. Buhl ist gebrochen. Bitte wählen Sie eine andere Route oder stellen Sie sich. Junge! Kacke!
Aber das riecht mich gerade tierisch auf. Was habe ich hier für eine Spule überhaupt? Über meinem Shop hier spulen. Kann hier in den Shop so nicht rein. Also nicht angeln. Oh, wir sind schon drüber, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In der nächsten Folge werden wir uns mal ein bisschen um unsere Ausrüstung kümmern, dass wir eine neue Spule bekommen, vielleicht eine neue Angel, mal ein bisschen Geld auf den Putz hauen hier, uns vernünftiges Material hier ranholen. Kann ja nicht sein, dass uns hier die ganze Zeit die Fische abhauen, ne? Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein!